Hi ihr Lieben, willkommen zu Kapitel 8. Und zwar Pläne schmieden. Severus Snape hatte gerade eine Stunde mit den Drittklässlern Ravenclaw und Hufflepuff hinter sich, als Albus in seinem Klassenzimmer erschien. Genervt verdrehte Snape die Augen und verspürte mit einmal das Bedürfnis, einfach in seinen Kamin zu steigen und irgendwo ans andere Ende der Welt zu flohen. »Albus, was willst du schon wieder hier?« maulte der Zaubertrankmeister ungehalten. »Ich wollte nur einmal nach dir sehen«, sagte Albus und machte sich durch die Verbindungstür auf in Snapes Büro. Dort ließ er sich auf dem Sofa nieder und rief nach einem der Hauselfen. »Bringst du uns bitte 2000 Tee?« »Für Sie gerne, Sir«, kam die wispernde Antwort sofort und schon verschwand die Hauselfe. Wenige Minuten später, als auch Snape sich in sein Büro begeben hatte und sich aber hinter seinen Schreibtisch gesetzt hatte, kam auch die Hauselfe und brachte 2 Tassen mit einem Kamillentee. »Nun, Servus, wie geht's mit deinen Forschungen voran?« »Albus, du bist sicher nicht hier, um mit mir über die Tränke für Poppy oder das St. Mungus zu sprechen, oder?« hakte Snape nach und nippte an dem Tee. »Ich sprach ja auch von der Forschung bei deinem kleinen Problem.« Dieses Mal bestand die Reaktion seitens Snape nur aus einem abwertenden Stauben. Albus ließ seinen Blick über die Erscheinung seines Tränkemeisters gleiten. Dann fiel ihm das Pergament auf, das Snape auf die oberste Ecke seines Tisches geschoben hatte. Mit einem Wink schwebte das Pergament auf ihn zu. Snape sprang auf, versuchte es noch zu packen, doch Albus Dumbledore hielt es schon in der Hand. Mit fiebrigen Augen überflog er den Inhalt des Pergaments. »Ja, dräng ruhig in mein Privatleben ein«, schnaubte Snape wütend. Wenn er etwas nicht mochte, dann war es das Herumschnüffeln in seinen Sachen. Auch wenn es sich bei den Schnüffeleien um Albus handelte, seinen Mentor und alten Freund. Es trieb ihn dennoch zu Weißglut. Albus legte das Pergament zur Seite und sah den jüngeren Zauberer über den Rand seiner Halbmondbrille mit sonderbaren Ausdruck in den Augen an. »Denkst du nicht, Servus, dass du ein wenig zu wählerisch bist?« griff Albus den Inhalt von Snapes Liste auf. Der hatte diese Frage kommen sehen, war aber dennoch nicht bereit zu antworten. »Deine Überlegungen sind in einer Hinsicht gut. Sie zeigen, dass du dir ernsthaft Gedanken machst, diesen Fluch zu brechen. Auch, dass du mehrere Personengruppen in Betracht ziehst und dabei auch darauf achtest, keinen Schutzbefohlenen einzubeziehen, ist gut. Aber du hast bei allem und jedem etwas auszusetzen. Du wirst nie eine Frau kennenlernen.« »Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, will ich das auch gar nicht. Nur leider stecke ich ein wenig in der Klemme. Mir wurde ein schwarzmagischer Fluch angehext, der mich zu solch einem Verhalten leider zwingt.« »Die Muggel haben für solche Situationen unglaublich gute Shows entwickelt«, begann Albus, das Feld von einer anderen Seite aufzurollen. Er nahm einen kräftigen Schluck Tee. Snape entgegen währenddessen die Gesichtszüge. »Von was bitte redest du, alter Mann?« fragte Snape fassungslos. Albus legte die Fingerkuppen aneinander und begann zu erzählen. »Ich glaube, sie nennen es Dating-Show? Nun ja, jedenfalls werden dort Männer und Frauen aneinander vorgestellt. Sie haben einige Minuten Zeit, sich kennenzulernen und ziehen dann zum nächsten Kandidaten weiter.« Snape konnte nur schwer verbergen, wie sauer er war. Seine Hände waren zu Fäusten geballt und die Fingerknöchel traten schon weiß hervor. Auch wenn er von der Vorliebe des Schulleiters von solchen Muggelsachen wusste, verstehen konnte er es nicht und wollte er auch nicht. »Albus, deine Ideen in Ehren, aber auch nicht. Aber ich lasse mich von dir nicht zu einer solchen Kuppelschau schleppen. Nicht heute und nicht in 100 Jahren, war alles, was Snape zwischen zusammengepressten Lippen hervorbringen konnte, ehe er sein Büro mit weiten, ausschweifenden Schritten verließ. Hermine hatte sich abgeseilt. Sie brauchte Abstand, vor allem von Ron, der ihr mit allerhand Versöhnungsversuchen langsam auf die Nerven ging. Sie hatte schon eine Liste angelegt, mental natürlich. Und ganz oben stand Rons Versuch, sie mit Blumen zu bestechen. Ausgerechnet von einer altersschwachen Eule hat er einen riesen Blumenstrauß bringen lassen, der zwischen einem Krug Kürbissaft, einem Krug Milch und einer Kanne Kaffee gelandet war.
Hermine hatte natürlich alles abbekommen, denn Ron hatte in seiner geistigen Gegenwart den Zauberstab gezückt und den Strauß in die Luft schweben lassen. Den alten Eulerich hat er so ins Trudeln gebracht und er war ein abstürzender Hubschrauber gleich auf dem Tisch gelandet. Ron hatte schnell begriffen, dass das der schlimmste und im dilettantischsten durchgeführten Versuch einer Versöhnung gewesen war. Selbst Harry hatte sich nicht dazu durchringen können, Ron wieder gut zu reden. Deswegen hatte Hermine jetzt Abgeschiedenheit gebraucht. Sie hatte sich mit Ginny am See verabredet und sie wusste, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach um Harry ging. Hermine bemerkte Schritte und wusste, dass es Ginny war. Dann ein roter Schwall an Haare ergoss sich in ihrem Blickfeld, als Ginny sich neben sie setzte. Snape brauchte unbedingt frische Luft und nicht nur da. Am besten noch einen Obliviator, um zu vergessen, was Albus ihn da eben vorgeschlagen hatte. Er presste die Lippen in einer wütenden Geste aufeinander und setzte seinen Weg über die Ländereien von Hogwarts fort. Seine Beine trugen ihn am See entlang zum verbotenen Wald. Dann fielen ihm zwei Gestalten auf. Eine erkannte er als Granger, das lang an ihren buschigen Haaren. Die andere musste die kleine Weasley sein. Leise näherte er sich den beiden. Auf sein Gesicht zuckte ein Lächeln. Er freute sich darauf, die beiden zu erschrecken und ihnen dann noch Punkte fürs Gestottern abziehen zu können. »Ach, Mine, ich weiß nicht, was ich machen soll«, sagte Ginny und stützte das Gesicht in die Hände. Hermine ließ das Buch, in dem sie gelesen hatte, sinken. »Warum sagst du ihm nicht einfach, dass du ihn liebst?«, fragte Hermine. Ginny sah zu ihr auf. In ihren Augen schimmerte Tränen. »Aber wie soll ich das machen? Er ist ja nie alleine.« »Dann sag Ron, dass er verschwinden soll.« Hermines Antwort klang harrisch. Als sie eigentlich wollte, schon alleine wegen Ginny, schüttelte sie bedauernd den Kopf. »Entschuldige, ich meine nur, dass ich ihm einfach sagen soll, wenn du mal alleine mit Harry reden willst.« Ginny nickt schwach. »Und um mich brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich brauche sowieso mal ein bisschen Abstand von allem.« Ginny zog die Knie an den Körper und legte das Kinn auf die Knie. Schweigen breitete sich zwischen den beiden aus. Warum kann das nicht alles so einfach sein wie in einem Märchen?« murmelte Ginny. Snape versteifte sich, als er ihre eigentlich belanglose und gemeinte Frage hörte. »In einem Märchen ist das alles anders. Und vielleicht auch leichter?« meinte Hermine und erinnerte sich an die Schöne und das Biest, dessen Kurzfassung sie neulich erst Snape hatte berichten müssen. »Immerzu werden die Darsteller mit einem Zauberfluch belegt, der gebrochen werden muss. Das Einzige, was dort wie von selbst geht, ist die Liebe.« »Wenn man jetzt recht bedenkt, eigentlich ist ein Märchen überhaupt nicht leicht.« »Ja, das meinte ich ja auch«, begann Ginny freudig. »Wenn der Prinz die Prinzessin sieht, ist es sofort Liebe auf den ersten Blick. Das war so schön einfach.« »Nicht bei der Schöne und das Biest«, erinnert sich Hermine, und ihr fiel auf, dass sie in letzter Zeit ziemlich oft über dieses Märchen nachdachte. »Bell muss erst etwas finden, was sie an dem Biest lieben kann. Immerhin ist er von außen nicht besonders attraktiv und sein Charakter ist nahezu scheußlich. Das würde ich nicht gerade als einfach bezeichnen.« »Bloß gut, dass Harry kein Scheusal ist«, meinte Ginny mit einem erleichterten Lachen. Hermine stimmte mit ein. Snape hat ihre Worte gehört und nun halten sie in seinem Kopf wieder. Es war verflixt kompliziert, denn er sah die deutlichen Parallelen zwischen dem Biest im Märchen und sich selbst. Auch er war von außen her nicht unbedingt eine Schönheit und gar attraktiv. Und was seinen Charakter anging, schwierig war noch eine Untertreibung. Er war unbeherrscht, rachsüchtig, hasserfüllt, zynisch, unbeliebt, leicht reizbar und noch etliches mehr. Er musste also jemanden finden, der bereit war, sich auf ihn einzulassen, und er wusste, dass er nicht so wählerisch sein konnte. Das hatte ihn Hermines Worten eben klar gemacht. Ja, das war das Kapitel. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.